Ja, wir sind am Schlingermarkt wieder mal und heute bei einem Fleischer, bei so einem richtigen Marktfleischer. Wir haben schon vorher plaudert, seit 20 Jahren der Marktplatz. Was ist so besonders an einem Fleischer am Markt? Besonders, naja, da gibt es halt noch alles. Ne? Von der Innerei bis zum Schnitzel gibt es alles. Es ist meistens ein volles Sortiment, auch vom Rindfleisch, vom Kalbfleisch. Kalbfleisch haben wir halt am Wochenende mehr, jetzt unter der Woche ein bisschen weniger. Und ja, man kann auch alles besorgen, das ist an und für sich nur eine Frage des Preises, was die Kunde bereit ist zu zahlen. Sonst gibt es ja eigentlich nichts, was es nicht gibt. Herr Traxler, ich krieg Sperrips. Oder Ripper noch weiter. Aber da braucht. Nein, das ist fett. Dann geben Sie mir das gerne. Die kommen Samstag, kriege ich alles frisch. Wann ist es? Vormittag ist wurscht. Und Sie wissen, ich bin nicht so vage immer. Was wir so mitbekommen haben, eine Stammkundin da beim Traxler, ne? Richtig, ja. Ich komme schon, Herr Traxler, ja, Jahrzehnte kann man schon sagen. Ich bin noch ganz jung. Ja, du hast verraten, 20 Jahre ist er schon da. Das kommt etwa hin, ja. Warum gehen Sie zum Markt, zum Fleischer? Weil ich es frisch will. Ich will eine Bedienung, ich will eine Ansprache, ich will wissen, wo das herkommt. Da weiß ich es und darum komme ich immer wieder gerne her. Und er hat eine super Qualität, also gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Sympathisch ist er auch, ne? Naja, das ist in Frage zu stellen jetzt, aber nein, er ist ja lieber. Alles klar. Wie gesagt, wir kennen einander schon so lang und das hält die aufrecht. Das ist das Schöne am Markt, ne? Ja, man muss schauen, dass das in Bewegung bleibt. Ne? Im Supermarkt, das Verpackte reizt mich nicht. Kann ich verstehen. Weder die Wurst noch das Fleisch. Kann ich verstehen. Danke. Gerne. So heute Luxus, sage ich mir schon. Gerne Wagen, gerne Preis. Das ist nicht schlecht, ja. Ja. Und was Kleines. So, na besser hat es nicht passieren können. Voll ein Live-Verkaufsgespräch. Ich sehe da Hirn, also das ist für manche ganz wichtig, aber. Auch für uns. Hirn wird gleich schon selten genommen, oder? Wird eigentlich auch noch nachgefragt. Ne? Das ist halt immer, es ist immer wochenweise verschieden. Einmal verkaufst du 3 Kilo, einmal verkaufst du nichts. Ne? Das ist halt so. Habt ihr die Zutaten fürs Beispiel? Was brauche ich denn da alles? Alles, was wir haben, was wir brauchen, eine Zunge, das Beispiel selber, das Herz und damit können wir dann schon arbeiten. Ne? Mittlerweile kriegt man das vom Schlachthof direkt. Die schneiden das schon runter, es ist kein Schlunk mehr dabei, das ist also schon halbwegs sauber. Man muss dann nur mehr aus dem Beischl, wenn man es dann fertig macht, die groben Rehlen rausschneiden. Rehlen, ja. Aber es ist kein Schlunk und sowas, das ist alles nicht mehr dabei. Gäbe es natürlich auch, brauchen wir aber meistens nicht. Ne? Mhm. Die Wochen, also heute in der Früh, wenn es braucht, dann bestellt man Innerei komplett. Da ist dann die Zungen, der Kühlkopf, die Speisereien, alles drauf. Die Beischl links und rechts, die Leber dabei, das Herz auch. Und das Bries, also die Bauchspeicheldrüsen, ne? Und die Thymusdrüsen, das habe ich heute bestellt für eine Kundschaft, die nimmt das mit für den Biologieunterricht. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nierndeln habt ihr ja, ne? Haben wir. Muss man die, ist das noch so, dass man die einlegen muss nachher? Nein, muss man nicht. Das ist ja nicht sehr sauber. Ne? Auch die Leber, ich schneide die Gold gegen aus bei der Leber. Ne? Ja. Was geht denn bei euch am meisten? Schweinefleisch hauptsächlich. Ja. Schnitzel und so, ne? Schnitzel, Karree, alles quer durch den Gemüsegarten. Baufleisch ist ein relativ starker Artikel. Das wird überhaupt. Auch im Sommer, weil da habe ich doch auch einige serbische Kundschaften, die dann gerne Baufleisch grillen. Ne? Ja, klar. Da schneiden wir viel. Früher hat man das Baufleisch reingeben beim Reisfleisch oder beim Krautfleisch. Das auch, machen das viele nicht mehr, aber ja. Wird ja heute auch noch. Ne? Auch noch gewünscht, genau. Ja. Das Fleisch ist regional, das heißt, es wird nicht herumgekarrt. Nicht, nein. Das ist eine Strecke von 80 Kilometern circa. Das ist, der Schlachthof ist bei Egenburg, in Gaurandorf. Von da oben. Ne? Hab den Vorteil, dass das da in der Einfallstrecke liegt. Also der ist da mit, weiß ich nicht, wie viele Autos jeden Tag in Wien. Ne?
wenn wir halt jetzt kurzfristig was brauchen, wenn die Menge halbwegs passt, wie wir es einmal für die Feuerwehr Floridsdorf gemacht haben, ne, dann kriege ich die 80 Kilo Schopfbrot noch ausgehst, dann noch am nächsten Tag sofort oder am selben Tag noch am Nachmittag. Ja, also das weiß ich sehr zu schätzen. Ne. Kommt noch dazu, dass ich recht einen guten Draht dort hier habe zum Lieferanten, das ist ein Schulkollegen von mir, ehemaliger. Ne. Wir haben miteinander die HTL für Lebensmittel und Fleisch abgeschlossen. Ne. Also da kennt man es ja schon lange. Jetzt, was mich noch interessiert, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wegen einem Rezept, wie ist das? Gibst du Rezepte oder dann die Leute dir Rezepte geben? Unterschiedlich. Okay. Ich gebe die Tipps auch her zur Zubereitung, wann wir gefragt wird. Auf der anderen Seite, wenn neue Sachen kommen, das geht hauptsächlich um einen Rindfleischzuschnitt, weil sehr viel von Amerika umschwappt, ne, sage ich immer, dann gibt es mal ein Rezept und ein Foto. Dann finde ich das richtige Fleisch da zu dem Büdel dazu. Das passt wie eine Rezeptausbörse, ne? Also auf die Art, ja. Das ist einfach, ja, ich brauche nur das Büdel, das auch wenn es zubereitet ist, dann kann ich ungefähr sagen, was das für, oder kann sagen, was das für Fleisch da ist, dann kann ich am ausschneiden. Ne. Das Rindfleisch, also das Rindfisch, der Stier, der ist in Amerika nicht anders gewachsen als bei uns. Ne? Das war. Und wenn jetzt, was auch noch eine wichtige Frage ist, jetzt brauche ich für eine Party ordentliche Mengen. Wie muss ich das vorbestellen? Das kommt darauf an, was es ist. Ne? Kalbfleisch eine Woche vorher, Rindfleisch auch eine Woche vorher, weil da müssen wir eher mehr zerlegen. Schweinefleisch, das kriege ich teilweise, das ist nicht nur Schlachthof, sondern das ist ein Zerlegebetrieb, das kriege ich schon zerlegt, da genügt es mir 3 Tage vorher. Aber ein Schnitt auf ein bisschen über eine Woche? Ja, so eine Woche. Das ist immer gut. Gut. Also die nächste Party ist gesichert. Wer will, kommt her. Kann man uns entfalten. Dann haben wir einen kleinen Einblick gekriegt. Also noch einmal, wir sind am Schlingermarkt, beim Fleischerei Draxler. Schaut's vorbei, gute Ware, tolle Bedienung und einen Spaß kann man da auch haben. Das ist richtig. Danke. Danke auch. Danke.